Herzlich willkommen. Erleben Sie noch einmal die bewegendsten, spannendsten und berührendsten Momente der Barbara Kalisch Show. Heute, wer wagt, gewinnt. Der Harald, der hat es geschafft, wovon viele träumen. Vom Kellner zum erfolgreichen Unternehmer. Gut aufpassen an alle, die reich werden wollen. Hier ist der Harald. Hier muss ich die Frage stellen, wie bist du aufgewachsen? Mein Vater hat einfach Autoreifen montiert, war einfach Arbeiter und wir hatten so eine kleine Einzimmer-Mehrzweckwohnung am Stadtrand von Wien. Das war so mein Beginn und ich wollte eigentlich immer was lernen, wollte eigentlich Arzt werden. Meine Mama hat dann gemeint mit 15, ja, du hast zwei gesunde Hände, du solltest was beitragen. Und dann habe ich einfach eine Lehre begonnen in der Gastronomie. Eigentlich nicht, weil es sehr geplant war, sondern weil es mein bester Freund gemacht hat und ich wusste ehrlicherweise in dem Alter nicht, was das Richtige ist, was man machen kann. Also habe ich das einfach begonnen. Also Kellner? Kellner gelernt. Und dann? Ja, und ich glaube, ein großer Vorteil war, wir hatten damals, also wenn ich so die Perspektive schaue, damals war die relativ gering. Wir hatten kein Geld, keine gute Ausbildung, die Schule ist abgebrochen. Ich bin auch mit einem Herzfehler auf die Welt gekommen. Und ich hatte immer so einen Traum, ich hatte so 60 Kilo auf 1,80 Meter auf meine Größe. Ich wollte einmal so werden wie meine Helden im Fernsehen. Und die hatten alle unglaublich tolle Figuren. Also war mein einziger Gedanke, ich muss irgendwann ein Fitnesscenter gehen. Das hat meine Mama immer verboten. Aber mit 20 habe ich dann, als ich ausgezogen bin von zu Hause, habe ich den Sprung gemacht. Und das war eigentlich so das Wichtigste in meinem Leben, was damals passiert ist. Denn war so ein Schicksalsschlag. Denn es war nicht die körperliche Veränderung, die passiert ist, sondern vor allem die geistige. Ich habe da Dinge gelernt, die ich vorher in der Schule nie gehört habe. Wie wichtig ist ein Ziel im Leben, dass man einen klaren Plan machen kann, wie man das Ziel erreichen kann, dass Fleiß Talent schlagen kann, dass wenn man einfach etwas umsetzt, dass man sich vornimmt, dass man schaffen kann. Und das hat mir dann später sehr geholfen im Leben. Diese Fähigkeit, diese Eigenschaften, die ich dort mitgenommen habe aus dem Sport. Ich bin recht untalentiert gewesen dafür, aber diese geistige Entwicklung hat mir geholfen. Okay, das lernt man also beim Sport. Mhm. Und wie ging es dann weiter? Ja, danach bin ich im Fitnesscenter angesprochen worden auf eine zweitberufliche Tätigkeit in einem Network-Marketing-Unternehmen. Und da warst du schon Mr. Ja, also ich habe die Österreich-Meister gewonnen, wahrscheinlich als der Untalentierteste, der immer gewonnen hat, weil ich einfach das gemacht habe, was der Trainer gesagt hat. Wir haben einfach was mehr angestrengt vielleicht als andere. Das heißt aber auch richtige Ernährung, und zwar Ernährung... So wie es halt gegangen ist. Ja, so gut, also ohne Salz. Und ja, ja, gut, okay. Also da muss man schon wirklich sich durchbeißen. Ja, das war es wahrscheinlich. Also sicher, also es war sicher Fleiß, den ich da mitgenommen habe. Und das ist auch so mein Lebensmotto. Ich glaube, dass man mit Fleiß fast alles schaffen kann. Okay. Ein bisschen auch Talent schlagen kann, in vielen Fällen. Ja, und bin angesprochen, ob ich nicht zweiberuflich Geld verdienen will. Und ja, eigentlich wollte ich es nicht am Beginn. Und dann habe ich das überzeugt, habe ich angefangen. Und es war irgendwann mein Ticket in die Freiheit. Ich habe gemerkt, man kann Unternehmer werden ohne großen Kapitaleinsatz. Man kann einfach, das in so einem Unternehmen zählt nicht, zählt, woher man kommt oder wie alt man ist, sondern oder welche Schulbildung du hast, sondern dass man einfach etwas machen kann, dass es gleiche, faire Chancen gibt für jeden. Und ich habe die einfach genutzt. Okay, und bist dann was geworden? Ja, also ich habe mit allen Höhen und Tiefen dazwischen, ich habe, glaube ich, jeden Fehler gemacht, den man machen kann. Ich habe vorher nie gelernt, wie wird man erfolgreicher Unternehmer. Ich habe das erst durch Try and Error, das meiste mitgenommen. Ich habe nach 11 Jahren, glaube ich, 10.000 Interviews, die mit Menschen geführt habe, Bewerbergespräche, ist mir gelungen, dass mein Unternehmen Schritt für Schritt gewachsen ist. Es war irgendwann dann das größte Finanzleistungsunternehmen in Europa. Und ja. Dein Unternehmen? Mhm. Ja, als Franchise-Nehmer in einem großen Konzern. Okay. Ein Teil des Unternehmens. Okay. Ja, das klingt schon nach wow. Also, ja, es war... Also hat es die Mama und der Papa noch erlebt? Die Mutter ja, der Vater nicht. Okay. Der Vater ein bisschen was erlebt davon. Und die Mama, was hat sie gesagt zum Buben? Ja, es ist immer schwer getan, das ganz zu verstehen, aber sie glaubt, sie ist unheimlich stolz. Ich glaube, sie hat nie genau gewusst, was sie so richtig machen, aber ich glaube, sie ist sehr stolz. Okay, okay. Harald, welche Bedeutung hat Geld für dich heute? Wie lebst du? Also ich glaube, das Geld, für mich nicht Bedeutung als Geld, ich glaube, dass Geld geprägte Freiheit ist. Es ist das, was man damit machen kann. Man muss es tauschen können gegen etwas und das ist es, was eigentlich ankommt. Aber das hilft nur dann, wenn du im Leben, was du dahin willst, wenn du irgendein Ziel hast, wenn du was machen hast, an was Freude hast, dann kannst du es genau gegen die Sachen tauschen. Das kann sein, um Schmerz zu vermeiden, vielleicht, dass man Angst hat, nicht den Arzt sich leisten zu können oder nicht heizen kann oder nicht vernünftige Wohnung hat. Oder vielleicht, um Freude zu gehen, vielleicht ein schönes Segelabenteuer zu machen oder mit deiner Lebenspartnerin einfach einen romantischen Urlaub erleben. Es geht darum, dass du das machen kannst, was du gern machen willst.
Und wie lebst du? Also schönes Haus, großes Haus? Ja, also im Augenblick lebe ich so, dass ich ungefähr 250 Tage im Jahr unterwegs bin. Ich bin heute als Trainer, Speaker unterwegs. Ich bringe halt vielen Unternehmern bei, wie man die richtigen Geschäftspartner gewinnt, die richtigen Mitarbeiter, wie man sie onboardet, wie man sie also einarbeitet, führt. Mhm. Und deswegen bin ich unglaublich viel unterwegs. Ich war letztes Jahr, glaube ich, 17 Ländern, 3 Kontinenten. Ich bin relativ wenig zu Hause, nütze es also recht wenig. Glückliche Ehe? Das ist jetzt eine spannende Frage. Ich bin fast 25 Jahre verheiratet gewesen und seit Donnerstag geschieden. Also jetzt wohnst du gerade wahrscheinlich nicht zu Hause. Also grundsätzlich, wenn ich zu Hause bin, dann habe ich schon ein Haus. Wir haben irgendwann nach 15 Jahren uns gegönnt, dann ein eigenes Haus zu bauen. Und das hat mir dann, das war auch so ein bisschen, was immer, ich hatte so eine kleine Bucketliste als Jugendlicher, da habe ich mir aufgeschrieben, was ich im Leben gerne einmal haben möchte, sehen will. Und das habe ich dann angefangen, Schritt für Schritt mal zu erfüllen. Belastet Besitz? Nein. Ich glaube, wenn man weiß, was man damit machen kann, oder was man tauschen kann, belasse ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass es Freiheit ist, wie ich es vorher gesagt habe. Es ist das Gefühl, dass ich in der Früh überlegen kann, ob ich Schuhe anziehe oder nicht. Hast du dir damals, bevor du begonnen hast, schon vorgestellt, hast du dich reich gesehen? Also am Anfang sicher nicht. Das war etwas, was ich später gelernt habe. Ich habe gelernt, im Sport zu visualisieren, also mir vorzustellen, mir überhaupt ein Ziel zu setzen, überlegen, was möchte ich gerne schaffen, was möchte ich erreichen und angefangen einfach daran hart zu arbeiten. Und ich bin von Anfang an sehr überzeugt. Ich glaube, dass man alles, was man sich vorstellen kann, auch bereit ist, wirklich was dafür zu tun, das kann man schaffen. Ist das einer deiner Tipps, den du jungen Menschen gibst, die Karriere machen wollen? Also das ist sicher einer. Ich glaube, es gibt sicher viele davon. Einer wäre sicherlich auch, dass das, was du in der Schule lernst, wahrscheinlich nicht das ist, was dich zum Erfolg führt. Oje, da hören jetzt alle Kinder weg. Ja, ich glaube, das, was ich in der Schule gehört habe, war, schau, dass du gute Noten kriegst und such dann sicher einen Job. Und ich glaube, das ist der größte Beschiss der Geschichte. Das stimmt nicht. Würden erfolgreiche Leute unterrichten, zum Beispiel Bill Gates oder Warren Buffett, die würden sagen, lern finanzielle Intelligenz und schaff Jobs. Lernst du in der Schule 2 Sachen nicht, wie wird man finanziell unabhängig? Und wie wird man erfolgreicher Unternehmer? Ulrike, wie hast du gelebt, bevor du die Diagnose erhalten hast? Ja, war sehr, sehr schwierig für mich. Ich sage jetzt mal nicht, was es ist. Also ich, so als Kleinkind und in der Volksschule ist es noch relativ gut gegangen. In der Pubertät, im Gymnasium war für mich die totale Hölle eigentlich, weil ich nicht eine Gemeinsamkeit gespürt habe mit irgendwem. Und daraus ist eine enorme Einsamkeit entstanden. Es war aber nach außen, muss ich sagen, nicht sichtbar, weil ich habe mich wahnsinnig zurückgezogen. Ich habe geschaut, dass ich nicht mehr vorhanden bin. Also ich habe dieses nicht mehr vorhanden sein wollen, da habe ich dann eine Magersucht entwickelt und irgendwie innerhalb von einem Jahr von 75 auf 44 Kilo abgenommen. Hat nicht funktioniert. Ich war immer noch sichtbar. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich wirklich gemobbt wurde, sondern halt, ich war anders. Ich habe mich auch nie als Teil gefühlt. Das ist Gott sei Dank heute anders. Aber das ist halt das, ich habe auch später dann, mit dem Studium ist es besser geworden. Da war mehr Freiheit, ich konnte mehr meine Ruhephasen einlegen, ich konnte mich zurückziehen, in der Schule geht das nicht. Deswegen habe ich auch viele, viele Jobwechsel gehabt, weil da die Ruhephasen nicht mehr so möglich waren. Und was hast du gelernt, welchen Beruf? Ich habe eigentlich später dann, damals habe ich noch Forstwirtschaft studiert. Sehr praktisch, wenn man da doch relativ viel Ruhe auch kriegt. Denke ich mir gerade. Das wäre nämlich mein Traumjob im nächsten Leben. Dann, ich dann aber schlussendlich nicht fertig studiert, weil ich dann umgezogen bin nach Kärnten. Okay. Der Umzug war dann etwas, was mich wirklich gebrochen hat damals, weil ich einfach nicht gewusst habe, was mit dem los ist. Also ich habe immer versucht, den anderen hinterher zu hinken und so zu sein wie die anderen. Man nennt das auch maskieren. Und ich habe aber nie das erreicht, was die anderen eigentlich so spielerisch gemacht haben. So das Soziale und Partys und so.
ich habe es schon geschafft, aber es war für mich ein immenser Aufwand. Du konntest dich nicht irgendwie mitfreuen und mit... Nein, ich habe mir immer gedacht, okay, das macht allen Spaß und alle finden es super toll. Ich habe ja, man hat auch keinen Vergleich. Mhm. Ich habe keinen Vergleich gehabt, wie anstrengend das Leben für die anderen ist. Ich habe immer für mich das, ich habe gewusst, das ist wahnsinnig anstrengend für mich. Aber ich habe keinen Vergleich gehabt. Ich habe mir gedacht, okay, das ist für alle so. Magst du sagen, was es ist? Ja, Asperger-Syndrom. Mhm. Wird nicht jeder kennen? Was nein, ist das? Es gehört zu den Autismus-Spektrum-Störungen. Wobei ich den Begriff Störung jetzt persönlich nicht so mag. Ja, es ist auch ein komisches Wort dafür. Ich versuche es wirklich so zu erklären, wie ich es eigentlich empfinde. Es ist halt so, dass egal wo ich bin jemand, der nicht eine Wiese sieht, sondern die einzelnen Grashalme. Ich höre nicht ein Gespräch von demjenigen, der mir gegenüber sitzt, sondern die vier rundherum mit. Und das ist einfach so helles Licht. Alles ist irgendwie, es hat mit Hochsensibilität zu tun, hat aber auch damit zu tun, dass mein Hirn scheinbar nicht unterscheidet. Die Konzentration fällt bei mir sehr schnell weg, wenn mehrere Dinge gleichzeitig passieren. Es ist sehr schwierig für mich, da zu sein. Hier, gell? Ja. Das denke ich mir. Aber ich habe mich 3 Wochen vorbereitet. Ich habe wirklich geschaut, dass ich in Ruhe bin, fast durchgehend Yoga gemacht und so weiter, wenn mich das runterbringt. Also es geht. Und wie geht es dir jetzt? Ganz gut. Also ich bin, wohin ich schaue, merkt man auch, das schaffe ich gar nicht. Das Denken fällt mir schwer, deswegen habe ich die Karten, da steht nicht viel drauf, außer zum Beispiel atmen, weil das vergesse ich dann auch. Okay. Und dann fängt das Herz zu rasen an. Ich kenne meine Hilfsmittel mittlerweile sehr gut und insofern komme ich ganz gut durch. Gestern hat eine Freundin zu mir, die auch das Asperger-Syndrom hat, die hat ein Interview gegeben und hat mir davon einen Teil geschickt und sie hat zu mir gesagt, mutig sein ist dir wichtig und deswegen bin ich auch da. Ulrike, mit welchen Vorurteilen kämpfst du im Alltag? Ja, also jetzt mittlerweile die Menschen rund um mich, die wissen es. Ich glaube, da sind die Vorurteile schon eher geschwunden. Es ist dann doch so, die häufigste Frage, wenn man wen kennenlernt, ist, was machst du? Ich bin jetzt schon länger zu Hause. Die meisten Leute haben von mir den Eindruck am Anfang einmal der völligen Normalität. Also, dass ich so bin wie andere und die schaut doch nicht anders aus. Und nur 95% meiner Zeit bin ich zu Hause. Also, ich muss das tun. Mittlerweile, es stört mich nicht. Ich bin sehr gern allein, ich bin sehr gern zu Hause. Nur das ist das, was unsichtbar ist. Also die Kämpfe, die ich austrage und die Überforderung, die ich dann habe, die lebe ich zu Hause aus. Also da muss ich zu Hause damit umgehen. Das mache ich nicht in der Öffentlichkeit. Da schaue ich, dass ich eben nicht anecke. Und wo würde man merken, dass du anders bist jetzt in Gesellschaft? In Gesellschaft merkt man es, wenn ich in Gesellschaft bin. Mit Leuten, die ich kenne, kann ich sehr gelöst sein, weil das einfach den Energieaufwand senkt, wenn ich Menschen kenne. Ich bin einmal im Monat am Herrenstammtisch. Es taugt mir extrem, der Humor ist enorm gut und ich bin wirklich gern dort. Die kenne ich alle, die kennen meine Merkwürdigkeit und ich glaube, das fällt immer wieder auf. Das ist, dass ich Themen nicht loslassen kann. Also ich kann richtig alles totreden und tot diskutieren. Es ist eine Art Sport von mir, glaube ich. Ich tue es einfach gern, ich rede wahnsinnig gern, ich mag Gesellschaft, ich halte es halt nur bedingt aus. Habe ein kindliches Element, auch vor allem mit meiner Begeisterung für Dinge. Das bei Jasse schön ist. Ne? Ja, was wunderbar ist, das liebe ich an mir. Ja, ja. Das hätten nämlich viele gerne, die sich nicht freuen können. Ja, auch der Humor geht oft in die Richtung. Die überschießenden Dinge merkt man sicher auch, das wird dann schon auffällig. Ich glaube, man merkt es auch dann, die Leute merken es dann und ich glaube, das ist der Punkt, wo ich ihnen unangenehm wäre. Ich bin extrem ehrlich und offen, das mag nicht jeder. Die Leute hätten lieber gern auf die Frage, wie geht's dir,
Mhm. Bei mir kommt dann die Wahrheit. Das mir geht's halt nicht. Auch, ich stelle auch Fragen, die sehr in die Tiefe gehen, weil Smalltalk interessiert mich einfach null. Mhm. Damit kann ich gar nichts anfangen. Das quält mich. Das ist sehr schwer für die anderen zu verstehen. Aber ich verstehe auch, dass viele damit Probleme haben. Du Ulrike, welche Arbeit würdest du denn gerne machen? Ja, ich bin ein, würde ich sagen, Recherchemonster. Ich bin Informationen, Fakten, Sprache sind meine zweite Haut. Also ich habe zwar wirklich Geoinformatik fertig studiert, dann in Villach, aber ich bin eigentlich eine Sprachbegabte und jemand, der unglaublich gut Fakten zusammentragen kann, Recherchen machen kann. Die Bedingung ist halt bei mir, dass 2/3 wirklich zu Hause möglich sein muss im Homeoffice. Vielleicht, Ulrike, hat wirklich tatsächlich jemand zugeschaut, der sagt, dass das ist spannend, weil wenn sie sich so verbeißt in ein Thema, die hätte ich gern, die suche ich mir zur Recherche. Ja? Ich will halt, ich will mein Aus- und Einkommen finden. Das ist halt nicht leicht in meiner Situation. Und ich möchte auch nicht, ich will nicht von Opferbereitschaft und Gnade leben, sondern Wertschätzung und Respekt. Das ist, ich weiß, dass ich es kann. Sally, schön, dass du da bist heute. Danke für die Einladung. Woher kommst du denn? Wo bist du aufgewachsen? Aufgewachsen bin ich in Freiberg in Sachsen, in der ehemaligen DDR. Dann sind meine Eltern geflüchtet und dann sind wir nach Osnabrück gezogen. Das ist eine kleine Stadt in Niedersachsen und dort verbrachte ich dann meine Jugend und meine Kindheit. Wie war denn die Jugend? Meine Jugend war genauso wie die Jugend der meisten Menschen, sehr unbeschwert und sehr heiter. Alles war gut. Ich hatte keinen Bock auf Schule, lieber mit dem BMX-Rad unterwegs oder mit dem Skateboard. Was man halt so macht. Und ja, also ich war kein Musterschüler und gar nichts. Also bin meinen Eltern ganz schön auf den Keks gegangen. Und mit 15 Jahren, was hast du da beschlossen? Mit 15, also ich wollte dann, war schlecht in der Schule, aber ich wollte eigentlich Mediziner werden. Das war so der, weil ich dachte, da habe ich immer einen weißen Kittel an und da muss ich nicht viel arbeiten und da verdiene ich viel Geld. Und ich war da so naiv. Und dann kam halt der große Bruch in meinem Leben. Ich habe über Nacht den Großteil meines Augenlichts verloren durch eine schwere Netzhautablösung. Bin seither 100% schwerbehindert. Dann sollte ich halt vom Gymnasium gehen, auf die Blindenschule wechseln, die Blindenschrift lernen. Und das wollte ich so gar nicht. Das heißt, du bist sehbehindert? Ich bin hochgradig sehbehindert, auf der Schwelle zum Blind. Also, was heißt das? Wie viel siehst du? Also was ich nicht sehe, weiß ich ja nicht. Aber ich habe so einen Sehrest von ungefähr 5%, das heißt also Umrisse, Schatten, Grautöne. Ich weiß, dass du da sitzt, ich höre deine Stimme, aber ich sehe dich nur als kleinen Punkt. Okay. Und auch wenn man nahe hinkommt, siehst du es nicht? Nee, geht gar nicht, ist unmöglich. Was hast du dann gemacht? Also gegen ärztlichen Rat und gegen den Willen der Behörden bin ich auf der normalen Schule geblieben, also auf dem normalen Gymnasium. Okay. Und habe den Lehrern gesagt, während sie etwas an die Tafel schreiben, sollen sie einfach laut mitsprechen. So konnte ich dem Unterricht mit meinen Ohren folgen und konnte das irgendwie in die Hefte übertragen. Ich selbst konnte es nicht lesen. Die Leute, die es lesen sollten, hatten auch ihre liebe Not. Aber es ging. Und ich musste halt nach der Schule mit meiner Mutter und meiner Schwester immer den ganzen Unterricht nochmal durchgehen. Also die haben ja alle Bücher nochmal vorgelesen und die Handouts und so weiter und so fort. Also das heißt, ich habe 6 Stunden Schule gehabt und danach nochmal 6 Stunden Schule und danach Hausaufgaben. Aber du wolltest es schaffen. Ich wollte damals in der Welt der Sehenden bleiben. Das war für mich ein Wunsch. Und ich wollte es den Menschen zeigen oder die Menschen, die nicht an mich geglaubt haben. Und das waren damals sehr viele, besonders Ärzte, Behörden und Therapeuten und was nicht alles, Psychologen. Ich habe nichts gegen diese Menschen, aber die haben einfach nur gesagt, Junge, du bist hochgradig sehbehindert, das wird nichts mit dir. Du musst in die Blindenschule gehen und Blindenschrift lernen. Aber ich habe mir gesagt, ich habe ein Ziel. Ich möchte auf der Regelschule das Abitur machen. Lass mich doch erst mal probieren. Und dann können wir immer noch diskutieren, ob es klappt oder nicht. Und das hätte ich mir einfach nur von meinem Umfeld gewünscht, dass sie sagen, Junge, liefer erst mal ab und dann gucken wir. Okay. Können wir immer noch sagen, das geht nicht. So. Ne? Und dieses, wenn Leute nicht an dich glauben, dann kannst du 2 Möglichkeiten nehmen. Möglichkeit 1, du resignierst und hörst auf. Und ich bin ein Typ, ich sage,
Und jetzt erst recht. Erst recht, genau. Jetzt zeige ich euch, wo der Hammer hängt. Genau. Und das ist ja mit der Abitur nicht quasi gegessen gewesen. Du bist ja dann weitergegangen und hast gearbeitet in einem Metier, wo es nun wirklich wichtig ist, gut zu sehen. Was war das? Also ich habe nach dem Abitur erst mal gesagt, ich bewerbe mich. Hab alle, in allen Bewerbungen habe ich meine Behinderung offengelegt, habe nur Absagen bekommen. Aus Furcht, dass man mich nicht mehr kündigt. Dann dachte ich, was machst du jetzt? Was kannst du überhaupt machen? Ich war mit meinen Eltern immer im Urlaub, und dann dachte ich so im Hotel, oh, so Kellner, Teller tragen, Bier zapfen, das kriegst du hin. Wirst du Kellner. Bewerbung geschrieben zum Kellner, meine Behinderung verschwiegen, ins Fünf-Sterne-Hotel geschickt und hin da. Vorstellungsgespräch überlebt, mach deine Ausbildung hier. Und dann ging der Zirkus los. Tisch eindecken, kannst natürlich nicht. Drinks mixen, meine ersten Drinks waren sehr gehaltvolle Getränke. Viel Sprit für wenig Geld, die Gäste fanden das gut. Mein Ausbilder hat gesagt, so, was machst du denn da? Du kannst doch nicht so viel ausschenken, die besaufen sich ja noch unsere Kosten. Das zieht dir alles von deinem Trinkgeld ab. Und da musste ich halt lernen, was ist 2-Zähl, was ist 3-Zähl, was ist 4-Zähl. Das kann man fühlen, das muss man nicht sehen. Auch zum Beispiel habe ich alle Artikelnummern von der Speisekarte und Getränkekarte habe ich auswendig gelernt. Da konnte ich alles blind auf der Kasse eintippen. Wo die 5 ist, weiß man ja. Und dann kann man einfach sich durchs Menü wählen. Vor allem, wer hat dir denn die Preise vorgelesen? Ich hatte damals eine Freundin, das war eine ganz liebe Frau. Die hat mir zu Hause, wie gesagt, die hat mir immer die Speisekarte vorgelesen mit Artikelnummern und Preis. Eben, weil die im Job, die haben das ja nicht wissen dürfen. Alle meine Kollegen wussten nicht Bescheid. Eben. Nur meine Freundin. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, woher hat er jetzt die Preise auswendig gelernt? Ne? Ja, wenn man jetzt einen Vierertisch hat, der hat einen Steak, der hat, was weiß ich, Roulade, der hat ein Bier, der hat ein Alster, die Preise kennt man. Ja, aber irgendwann Kopfrechnen kann ich ja auch. Okay, ja. Und dann an der Kasse einfach die Artikelnummern eintippen. 30 großes Bier, 31 kleines Bier, was ich heute noch. Also ich habe ja nach meiner Ausbildung weiter in der Hotellerie gearbeitet. Und ich habe 12-mal den Betrieb gewechselt, weil immer wenn ich kurz davor war aufzufliegen, habe ich halt gekündigt. Ah, ist eine gute Strategie. Überlebensstrategie. Stark. Aber das ist halt Nachtgeschäft und das ist nicht einfach, nicht? Also das fordert auch schon besondere Kräfte. Also ich war immer am Limit. Du gehst mit der Angst aus dem Haus, dass das irgendwann zu Ende ist. Du fragst dich, wann fliege ich auf? Wann muss ich wirklich in die Behindertenwerkstatt? Wann ist die Party hier zu Ende und wann ist das Lügenspiel vorbei? Weil wenn du aufs Eis gehst, dann musst du dich nicht wundern, wenn du irgendwann einbrichst oder ausrutscht. Und ein Leben auf Lügen und auf 1000 Splittern führen, das macht die Birne weich. Hast du auch getrunken? Ich war mehrfach abhängig, Alkohol, Drogen und Medikamente. Wie bist du wieder weggekommen? Wenn du das hat dich ja aufrecht gehalten, aber was hast du? Ich musste ein Jahr lang erstmal Therapie machen. Es kam noch Suizidversuch obendrauf und so weiter und so fort. Aber also mich hat es richtig runtergehauen. Kam das, Sali, der Suizidversuch und als dieses ganze Kartenhäuschen zusammengebrochen ist, kam dann das erst, bevor du bist du dann einmal aufgeflogen? Nein. Oder bist du nie aufgeflogen? Ich bin nie aufgeflogen. Also immer wenn es nah dran war, dass die Leute sagen, du musst doch mal zum Augenarzt gehen, du klebst hier mit der Nase in deiner Kasse, was machst du denn da, sag mal? Oder wenn ich da mit der Lupe im Weinkeller am Rumfummeln, muss ich schnell die Lupe wieder weg. Und was machst du denn hier an deinem freien Tag? Du hast doch frei. Ich habe an meinem freien Tag halt den Weinkeller aufgeräumt, damit ich am nächsten Tag meine Weinflaschen hatte. Aber wo hast du dann irgendwann einmal wieder Energie aufgetankt? Gar nicht. Du hast wirklich einen hohen Preis. Wie eine Kerze, die an zwei Seiten brennt. Aber irgendwann kam dann das Burnout. Irgendwann war aus. Ich hatte eine Freundin, die war damals ebenfalls Restaurantleiterin und die programmierte mir die Kassensysteme, schrieb die Dienstpläne, die guckte die Berichtshefte der Auszubildenden für mich durch. Die waren Teil meiner Choreografie. Und irgendwann hat die halt gesagt, also ich unterstütze hier keinen Junkie. Ich bin hier nicht deine Vorlesekraft, auch nicht dein Blinden. Und ich wollte nur eine Beziehung zu dir haben. Ich mach Schluss, ich gehe. Dann stand ich da, musste ich kündigen. Ich fühlte mich wertlos, lag zu Hause im Bett. Dann kam ein Suizidversuch, Alkohol, Drogen, Medikamente, nächster Suizidversuch. Und nach meinem 6. Suizidversuch haben dann die Ärzte im Krankenhaus gesagt, jetzt ist hier Feierabend, du bleibst jetzt hier. Und am Ende meiner Therapie musste ich dann in eine Behindertenwerkstatt. Dann musste ich dann doch dorthin, wo ich eigentlich nie sein wollte. Nie hin wolltest, ja. Ich habe mich damit abgefunden. Ich finde es richtig, dass es solche Einrichtungen gibt. Und für mich war das aber nicht das Richtige. Ich wollte mehr, ich wollte nicht irgendwie weggeschlossen sein, ich wollte Erfolg haben. Und dann habe ich mir gesagt, studierst du.
Und dann habe ich mich beworben auf einer internationalen Managementschule für einen Managementstudiengang und ich wurde angenommen. Und dann habe ich studiert. Ja, das glaube ich. Also mit der Geschichte. Das ist unwahrscheinlich, welche Kraft. Und auch abgeschlossen. Abgeschlossen. Mhm. Und dann habe ich ich habe in der Psychiatrie beschlossen, mit meiner Behinderung nie wieder so umzugehen. Weil es hat mich ja am Ende doch scheitern lassen. Und ich habe im Krankenhaus gesagt, du wirst mit deiner Behinderung ab jetzt offen umgehen. Und dann habe ich im Studium allen Studenten Bescheid gesagt. Ich habe mir ein Lesegerät besorgt, ein sprechendes Notebook, alles diese Sachen. Und nach meinem Studium habe ich mich dann beworben und meine Behinderung offengelegt. Mhm. Und was kam? Nur Absagen. 250 Bewerbungen, 250 Absagen. Aber trotzdem hast du deinen Makel als Chance genutzt, letztendlich. Ich bin nach meinem Studium dann in Hartz IV abgerutscht. Ich weiß nicht, wie das hier in Österreich heißt, also Sozialhilfe. Ja. Ich wollte keiner haben. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt konzentrierst dich mal auf deine Stärken, auf deine Fähigkeiten. Was kannst du? Reden. Mhm. Ja, sprichst du zu Menschen. Du kannst dich motivieren, dann motivier andere. Ich arbeite heute als Motivationstrainer, als Vortragsredner, als Business Coach und als Schriftsteller. Iva ist überzeugt, jeder kann Millionär werden. Hier ist der Iva. Hallo. Iva, habe ich übertrieben oder hast du wirklich Millionen? Also irgendwann hört man auf zu zählen. Was ich habe, sind relativ viele Immobilien. Mhm. Und durch das kommt dann schon was, das eine oder andere zusammen. Also werden schon die Millionen sein, nicht? Ja. Das redet man nicht. Wie kann das, ja genau, wie kann das jeder schaffen? Also ich habe ja eine Geschichte, ich habe Tourette, das sind die Zuckungen, Husten. Ich bin Legastheniker. Ich habe mit 14 meinen eigenen Namen noch nicht lesen können. Und habe zwar naiv immer ein Ziel gehabt, dass ich Millionär werden will. Wie ich das gemacht habe, habe ich dazu mal noch nicht gewusst. Und bin dann sehr naiv auf den Weg gegangen und habe das als Spiel begonnen. Und ein Euro ist für mich ein Punkt. Und ich bin heute noch im Spiel dran und habe Freude an dem. Das heißt, wenn das ein Spiel ist, dann weiß man ja, da kann man auch verlieren. Korrekt. Mache ich auch. Aber ich bin nicht der, der noch nie etwas verloren hat. Also das ist. Aber wenn du jetzt zum Beispiel alles verlieren würdest. Dann fange ich wieder von vorne an. Wäre auch kein Problem. Nee. Das heißt, der Besitz belastet dich nicht. Gar nicht. Null. Weil du bist jetzt auch in so einem Alter, 45, also da sind schon die Männer so ein bisschen dann in einer Krise, ja, auch Frauen, das ist ja nicht nur, früher hat man immer nur von den Männern geredet in der Midlife Crisis. Das heißt, du wirst nicht immer mal sagen, so, ich gehe jetzt einmal los und... Ich sage immer, was du denkst, kommt. Wenn jemand jammert den ganzen Tag und sagt, ich bin krank und ich habe das und ich bin dort und ich schaffe es nicht, der wird recht haben. Und einer, der positiv denkt und sagt, ich nehme den Weg auf mich und ich habe Freude am Abend. Das ist ja, ich glaube, die Wahrheit von der ganzen Geschichte ist ja, man kann nichts erreichen, was einem nicht Freude macht. Also ich kann nicht im Vegetarien erklären, ist jetzt Fleisch. Und ich kann nicht aus einem Windhund ein Bäckinesen machen und ich mache nicht aus einem Bäckinesen ein Ding. Und ja, aber wenn du... Mit deinem Tourette-Syndrom, ja, wirst du ja vielleicht in der Schule und Legastheniker und so weiter, vielleicht ein bisschen schon ein Außenseiter gewesen. Nee, gar nicht. Das macht den Charakter stark, oder? Mhm. Der Mensch auch, wenn man die Leute beobachtet, wenn jemand etwas schwer, ein Leiden oder ein schwaches Ding hat, dann guckt man ja zuerst, was hat der für einen Charakter? Und wenn man dann natürlich aggressiv Reto gibt, also dann baut das der Charakter auf. Also dass die Legasthenie und das Tourette möchte ich eigentlich so anschauen heute, wenn ich zurückschaue, dass das mir mehr geholfen hat als geschadet. Wie? Eben, der Charakter.
ist trainiert worden. Also wenn jemand fragt, ein Kind früher, ich mag mich erinnern, da hat man den jungen Nang ab runtergemacht oder probiert runterzumachen. Da kam ich dann relativ schnell mit dem Spruch, stimmt das, dass deine Eltern Geschwistern sind? Oder also dann oder ich habe dich gestern getroffen. Wo, das heißt, sie haben schon versucht, dich runterzumachen. Ja, aber die Leute lernen dich schnell kennen und du wirst recht wiff mit der Zeit und frech. Und das sind so die Grundvoraussetzungen von jemand, der erfolgreich ist. Man reinvestiert das Verdiente. Aber du hast dich immer gesehen als Millionär. Wusstest du, dass du... Nee, ich habe sogar verpasst, wo ich es wurde. Ich habe mir immer vorgestellt, ich möchte gerne mal eine Million auf dem Konto. Und ich habe dazu mal wirklich Tag und Nacht gearbeitet. Und das hat mir wirklich Freude gemacht. Ich habe in meiner Anfangszeit, wo ich mich selbstständig gemacht habe, ich zweimal Urlaub gemacht im Jahr. Und das war immer an einer Messe. Ich ging an eine Messe ausstellen und habe dort noch mehr gearbeitet als eigentlich im Normaltag. Und das hat mir die Abwechslung hat mir so viel Freude gemacht wie ein riesen Abenteuerurlaub. Und man muss es gern machen. Aber jeder kann es schaffen. Jeder, wo Freude am Arbeiten hat. Wenn jemand nicht Freude am Arbeiten hat, aber die leben das. Ja, aber dafür haben sie vielleicht keine Beziehung, keine Familie. Hast du auch keine? Doch, ich habe eine. Gute sogar. Glaubst du, dass dich die Frauen auch wollen, wegen des Geldes? Oder ist dir das wurscht? Ich habe einen, das reicht mir. Na, aber hast du die Erfahrung gemacht? Dass sie ich bin nicht einer, wo weiß nicht, wie viele Freunde hab. Ich habe 3, 4 Freunde. Noch aus der Schulzeit? Ja, einer seit langem, einer von der Schulzeit, einer am Weg hierhin, nicht im Erfolg. Und 2, mit denen arbeite ich zusammen. Was kostet eine Uhr? 10.000. Aha. Und die vom Dieter? Weiß ich nicht, habe ich geschenkt bekommen. Ich habe sie ihm nicht geschenkt. Wir tauschen noch das Ende um die Uhren. Ich habe die Name. Wohlstand beginnt in Wirklichkeit schon mit dem Schlüssel in der Hand. Hier ist der Daniel. Hallo. Wie meinst du das? Dein Wohlstand beginnt mit dem Schlüssel in der Hand. Ich war 12 Jahre lang auf der Straße. Und ich habe wirklich einiges durchgemacht. Habe auf Plätze geschlafen, was ich normaler Mensch, sage ich mal, gar nicht vorstellen kann. Und für mich ist Wohlstand einfach ein geregeltes Leben, ein Dach über dem Kopf. Ich habe keine großen Ansprüche mehr. Mhm. Und wie gesagt, ich seit 12 Jahren und ich habe echt schwere Zeiten durchlebt. Und bin jetzt froh, dass das alles so geklappt hat. Ich habe Unterstützung gekriegt, Gott sei Dank. Alleine wahrscheinlich wäre das nicht gegangen. Und darum ist für mich ein eigenes Zuhause, ist für mich Wohlstand. Ich habe jahrelang keinen Ausweis gehabt, gar nichts, kein Konto seit über 10 Jahren. Besitze jetzt das alles wieder und ja. Wer hat dich denn unterstützt? Das waren die Streetworker. Das ist ein Verein bei uns in Linz. Man gibt es überall. Und da habe ich mir mal Hilfe angeboten gekriegt. Die haben mir Tipps gegeben, ich kann dort hingehen, da kann man sich Unterstützung holen, da kann man Gewand holen, dort kann man billig essen gehen und solche Sachen. Das wusstest du alles gar nicht? Nein, das wusste ich nicht. Aber wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, die Frage, warum du obdachlos geworden bist, aber das war, glaube ich, mit 16 schon, gell? Oder? Eigentlich mit 15, da bin ich das erste Mal von daheim abgehauen. Ja. Haben mich aber dann meine Eltern noch mal gefunden. Dann bin ich noch mal kurz retour. Leider war Gewalt bei uns in der Familie ein Spiel und Alkohol. Und das war der Grund, wo ich dann eigentlich mit 16 dann so wirklich abgehauen bin. Weil ich das einfach, ich habe das nicht mehr ausgehalten.
Dann bin ich unter anderem einmal für Zeit zum Freund, habe mich eben dort mehr oder weniger als U-Boot aufgehalten, weil ich Angst gehabt habe vor dem Heim. Ich war ja noch keine 18 Jahre. Ja. Aber wie muss man sich das vorstellen? Weil Obdachlose, man kennt sie, man sieht sie. Aber wie lebt man da? Ich meine, wovon lebt man? Wo schläft man? Wo wäscht man sich? Ja, wie gesagt, es gibt Einrichtungen, so wie bei uns in Linz, das ist das Vinzenstüberl. Das wusstest du mit 16 dann schon, oder? Das habe ich dann nachher erfahren, eben aufgrund von Tipps von den Streetworkern, dass man dort duschen gehen kann, man kann dort Gewand holen, man kann um 50 Cent essen gehen und man kann sich auch was mitnehmen für unterwegs, genauso wie in der Wärmestube. Auch das ist also eine Einrichtung bei uns, da kann man auch eben essen und man kann sich Gutscheine holen für die Nova. Die Nova, das ist so eine Notschlafstelle, aber wie gesagt, das sind Sachen, die habe ich anfangs alles gar nicht gewusst. Und Wärmestube ist auch ein Stichwort, weil du hast mitunter auch manchmal randaliert, damit die Polizei dich holt, weil es halt kalt war. Natürlich, gell? Ich war, wie gesagt, einige Winter draußen und ich habe echt auf Plätze verbracht, was man sich so gar nicht vorstellen kann, wie auf Toiletten, Tiefgaragen und so weiter. Und ja, irgendwann, man hat einfach, wie soll ich sagen, der Lebenswille verlässt dann und man sucht einfach nur Wärme, regelmäßiges Essen und dann bin ich eben so weit gekommen, weil einfach der Verstand setzt einfach irgendwann aus und dann ist man froh, wenn man wirklich mehr oder weniger in den Knast kommt, weil es dort, man hat dreimal sein Essen, man hat sein Bett und traurig, weil kein Mensch ist gerne im Knast, kein Mensch nicht und also ich persönlich kennen kann und ja, dann greift man so solche Mittel. Was bedeutet für dich Wohlstand? Ich möchte einfach in meiner Wohnung bleiben, die was ich jetzt Gott sei Dank habe. Ich will mein geregeltes Einkommen, Kontakt zu meinem Sohn haben und wie gesagt, ich habe keine großen Ansprüche mehr, das vergeht mit der Zeit. Also bei mir ist es so, ich will einfach nur mein geregeltes Leben haben, so wie sich das jeder Mensch verdient und so wie es jeder Mensch kennt und das ist für mich Wohlstand. Okay, einfach dieses Dach über dem Kopf und nicht frieren müssen, genau. Im Winter wissen, draußen wo man auf hingeht. Der Straße. Okay. Genau. Dennis, was sagst du zu der Geschichte, zu dieser Lebensgeschichte? Krass, Hut ab. Danke. Ich finde das, ja, man hört es, dass man eben nichts hört. Ich habe keine Worte dazu, weil ich sowas vollkommen extrem finde und so toll finde, dass so ein Mensch so eine Chance bekommen hat. Und er sagt ja, sein Ding ist ja, den Schlüssel in der Hand zu haben. Und auf das kann er stolz sein, ich finde. Ja. Aber ich habe vielleicht Stärke, das ist Ehrgeiz. Ich habe, egal wie schief alles gerannt ist, und bei mir ist ziemlich viel schief gerannt, ich habe nie aufgegeben. Ich habe es immer wieder versucht. Ich habe natürlich Tiefschläge gekriegt, genug, mehr als genug. Ich habe auch Phasen gehabt, wo ich mir gedacht habe, es geht nicht mehr. Mhm. Und trotzdem immer wieder, ich habe wieder zurückgefunden. Ich habe trotzdem nie aufgegeben, weil man denkt habe, es gibt es nicht. Ich muss wieder mit beiden Beinen im Leben stehen. Mhm. Jahrelang lebte Tina mit einem Geheimnis. Welches das war, wird sie uns jetzt verraten. Herzlich willkommen. Tina, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Dein Geheimnis ist ja nun keines mehr, aber jahrelang hast du es mit dir getragen. Vielleicht fangen wir damit an. Du warst Vorzugsschülerin, du hast super abgeschlossen die Schule mit Matura und bist dann zur Polizei gegangen. Wenn ich mir das jetzt von dir anhöre, der klassische Streber. Okay, halt. Wirklich? Und klingt das so? Ich habe immer so drei Wunschberufe gehabt. Das war Lehrer, Journalist oder Polizist. Und bei der Polizei habe ich gewusst, aha, Polizei, Schule. Und danach hat man mehrere Möglichkeiten. Man ist nicht so festgelegt. Das war so die Überlegung. Und zu diesem Zeitpunkt, also mit 18, 19, hattest du eine Beziehung? Ja, ja, hatte ich eine Beziehung zu einem Mann. Okay, glücklich natürlich. Meinen ersten Ja. Und dann hast du die Polizeischule, mit der Polizeischule begonnen. Und wann hast du geheiratet? Während ich im Außendienst war. Wir waren 6 oder 7 Jahre zusammen und dann hat er mir einen Heiratsantrag gemacht. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich
erst überlegt, ja, was bedeutet das jetzt? Aber es ist alles so schnell gegangen. Also ab dem Zeitpunkt, wo ich ja gesagt habe, war dann eigentlich schon die Hochzeit und Vorbereitungen und da denkt man ja auch nicht nach. Und erst so im Laufe des Verheiratetseins habe ich mir so die ersten Gedanken gemacht, ob das wirklich das Modell ist von Beziehung und ob er überhaupt der richtige Partner ist und ob das alles so läuft, wie ich das eigentlich wirklich will. Und das eigentliche, unter Anführungszeichen, Problem, das ja eigentlich keines ist, sondern dieses eigentliche, hast du quasi erfolgreich verdrängt. Ja. Aber irgendwann war es dann doch so, dass du festgestellt hast, du weißt, was dir fehlt. Im Zuge des Scheidungsprozesses dann eigentlich. Also wie ich immer mehr gemerkt habe, es fehlt mir was in der Beziehung. Also ich verstehe mich sehr gut mit meinem Mann. Wir sind eben wie zwei Freunde. Aber das ist nicht das, was ich eigentlich in den Büchern lese oder in Filmen sehe, so dieses romantische Bild von Liebe. Ja, genau. Ja. Und bin dann im Zuge dessen, dass ich mich wirklich angefangen habe, mal, also wirklich begonnen habe, mich mit mir selbst und meinen Gefühlen auseinanderzusetzen und nicht nur den Verstand immer regieren zu lassen, sondern was sagen meine Gefühle. Und ich dann einen Film gesehen habe über zwei Frauen, habe ich mir plötzlich gedacht, ja genau das ist es. Also es ist nicht nur die Person meines Mannes, sondern es ist das Geschlecht meines Mannes. Also ich habe mich davor nie in eine Frau noch verliebt gehabt, aber ich war mir ziemlich sicher, dass es das ist. Was haben die Eltern gesagt? Die Eltern waren sehr unglücklich damit. Also bis zu dem Zeitpunkt des Coming-outs war ja alles perfekt. Also war ich eine Vorzeigetochter, die eben in der Schule und im Beruf alles toll gemeistert hat. Und dann komme ich daher und sage jetzt auf einmal, ich bin lesbisch. Also meine Mutter hat da wirklich große Ängste gehabt. Das hat sie mir dann auch im Nachhinein gesagt, dass sie fieberhaft nach irgendeiner Strategie gesucht hat, mich zu überzeugen, dass das der volle Blödsinn ist und dass ich wieder normal werde. Also sie hat alle Geschütze aufgefahren, also du wirst deinen Job verlieren, du wirst unter der Brücke landen, die ärgsten Probleme haben. Also wirklich ein Horrorszenario. Und ich war damals bei meinem Coming-out 27. Du hattest dann eine Beziehung mit einer Kollegin, glaube ich auch. Und das durfte niemand wissen. Genau, die Kollegin wollte das nicht. Wie macht man das? Indem es sich gut ergibt. Weil meine Kollegen kannten meinen Mann. Also dort an meiner Dienststelle. Die haben auch das mitbekommen, wie ich geheiratet habe. Ein Teil der Kollegen war auch dort. Also ich war bei ihnen in der Schublade hetero. Aber trotzdem war schon immer die Angst da, wie geht es dann weiter, was passiert mir? Und wieso hast du dich dann letztendlich geoutet? Wie ich die Dienststelle gewechselt habe und einige Jahre ja vergangen sind, das waren ja etliche Jahre des Versteckspiels, haben wir dann drüber gesprochen. Und ich habe dann gesagt, in meiner neuen Dienststelle, da merke ich, da ist so ein offenes Klima, dass ich das wirklich versuchen möchte, dass ich das meiner Chefin auch sage, weil das extrem viel Substanz auch gekostet hat, die ganze Zeit dieses Verheimlichen. Und ich bin auch so der Typ, im Gegensatz zu meiner Freundin, die hat nicht ganz so viel von ihrem Privatleben hergegeben, sondern die war da immer sehr strikt, bin ich schon eher kommunikativ und ich habe gerne am Montag erzählt, was ich am Wochenende gemacht habe. Und habe jetzt mit diesem Doppelleben dann immer überlegen müssen, was sage ich, wo war ich, weil ich habe nicht sagen können, ich war auf einem Frauenfest oder in der Frauendisco, weil was denken sich die anderen dann dabei? Und ich habe auch nie gesagt, er mein Partner, sondern ich habe dann für mich immer den Weg gewählt zu sagen, na meine bessere Hälfte. Ich war mit meiner besseren Hälfte dort und da, aber nie sie oder er. Und das kostet so viel Energie. Und war das Outing dann letztendlich eine Erleichterung? Also würdest du das auch jedem raten, es zu tun, bevor man ein Doppelleben und ein Versteckspiel spielt oder lebt? Es ist schwer zu sagen, weil bei mir ist es wirklich auch positiv ausgegangen, weil die Kollegen alle positiv reagiert haben, also nach und nach. Also ich bin nicht hingegangen und habe bei einer Versammlung erklärt, so, hallo, ich bin jetzt lesbisch, sondern habe das nach und nach. Ich habe mit der Chefin angefangen, dann mit Kollegen, die ich sehr gern habe. Und sukzessive habe ich dann auch Vertrauen bekommen, dass dann auch nicht jetzt die Welt zusammenbricht, auch nicht im polizeilichen Sinne. Aber trotzdem ist es rückblickend für dich gut gewesen. Ja.
Birgit, die ist heute hier, um mit einem ganz bestimmten Vorurteil aufzuräumen. Herzlich willkommen. Birgit, die selber ein Baby unterm Herzen trägt, gell? Wird uns jetzt gleich aus ihrer Kindheit erzählen, die nicht so einfach war, weil du Stotterin bist. Ja, also ich bin Stotternde und das war eben als Kind ein bisschen stärker als jetzt. Also jetzt sagen viele, du stotterst ja gar nicht und man hört ja nichts und so. Aber als Kind war es offensichtlicher. Also es waren wirklich so Wiederholungen von Vokalen. Ja. Und es ist halt so das, was jeder unter Stottern versteht und so, wussten dann alle und konnten halt auch gut, ja, also irgendwie das dann imitieren und so. Also das weil war es halt so leicht ist. Es, ja. Also es bietet eine gute Angriffsfläche, sage ich mal. Genau, um genau. Quasi ausgespottet zu werden, ausgegrenzt zu werden, nehme ich mal an. Teilweise. Ja, weil halt. Kinder können schon sehr garstig sein. Ja. Also das ist ja, man sucht sich halt das, was, was offensichtlich ist. Und das ist halt beim Stottern. Du hast auch einen Film darüber gemacht, ja. Um mit einem Vorurteil aufzuräumen. Nämlich dem Vorurteil, dass man, und das hast du oft erlebt auch, dass man Stotterer entweder als dumm hinstellt oder in deinem Fall betrunken. Nicht? Ja, also das kam halt manchmal, weil bei mir eben dieses, also so ein Glucksen hörbar ist, ja. Und dann spricht man halt mit Pausen und es ist halt nicht einzuordnen. Das ist dann nicht mehr dieses offensichtliche Stottern, sondern da ist irgendwas und man weiß nicht, was es ist. Und jetzt denkt sie aber lange nach oder sie ist betrunken oder so. Solche Dinge waren das halt, ja. Eben und diese Vorurteile, dass Stotternde halt eben nicht so ganz intelligent sind oder so. Damit wollten wir auf jeden Fall aufräumen. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, das muss schon sehr, also wirklich in einem, also ärgerlich sein, wenn man will ja reden und dann sagt das Gegenüber vielleicht, naja, sind Sie betrunken? Also ich glaube, dass ich kann mir vorstellen, weil du bist vielleicht vom Wesen her anders, aber dass das schon wütend macht, oder? Ja, also wütend war ich viel. Kann man vorstellen. Also es ist natürlich, du willst reden und du kannst nicht, weil das Stottern dich daran hindert. Das ist mal das Erste. Mhm. Und wenn dann noch irgendwie Reaktionen kommen, die halt nicht angemessen sind, aber auch, weil man es halt nicht besser weiß, weil ich sage jetzt mal, die meisten meinen es ja auch gut. Aber dann ist es halt auch, wenn mich jemand nicht ausreden lässt, dann bin ich schon wieder wütend, weil ich weiß, was ich sagen will, es dauert halt ein bisschen länger, ja. Und damit muss man halt umgehen. Und das macht auch jeder anders, ja. Mein Weg war dann halt, dass ich sage, ich rede jetzt, ja. Musst jetzt ein bisschen warten, aber ich werde es jetzt zu Ende reden, ja. Also das war aber was ich gelernt. Nicht von Anfang an gemacht habe, ja. Sondern gelernt habe, ja. Aber das ist etwas, was du dann quasi vorher schon gesagt hast, mit bitte gib mir Zeit. Weil ich stottere, das ist der andere. Oder hast du, weil es gibt ja kein Patentrezept dagegen, oder schon? Nein, das gibt es nicht. Das ist ja auch, jeder Stotternde geht ja auch anders damit um. Das ist ja, jeder geht mit seiner Sache, die ihn irgendwie anders und besonders macht, anders um, weil es natürlich auch eine große Charaktersache ist. Ja? Für mich war das halt so, ich wollte halt nicht mehr, wenn jemand sagt, hast du Schluck auf? Und ich immer so, nein. Und dann halt nicht mehr drüber reden, das wollte ich halt nicht mehr. Irgendwann war dann halt, als ich gesagt habe, nein, ich bin nicht betrunken, ich stotter eben. Und dann wurde der Spieß so ein bisschen umgedreht. Ja, das ist auch nicht sehr nett. Ja. Aber es war halt für mich dann so ein bisschen der freie Schlag so. Aber wenn man es jetzt nicht weiß, ja, also wenn man es gar nicht weiß, würde man nur denken, na ja, du überlegst vielleicht, ne? Also diese Gedankenpausen hin und wieder. Aber da muss man sich, ich konzentriere mich jetzt darauf, nicht, also weil ich warte oder so. Ja. Aber in Wirklichkeit hast du es gut wegbekommen, nicht? Ja, also es ist jetzt momentan sehr wenig. Mhm. Also ich meine, momentan kann man auch nicht sagen, ich war im Radio neulich und das war so dermaßen stark, da war ich wirklich entsetzt. Also
es kommt und geht, wie es will, man weiß es einfach nicht. Also es hängt von vielen Faktoren ab und jetzt bin ich halt gerade entspannt. Okay. Und dann geht es ganz gut. Mich. Ja. Genau. Das freut mich, ja. Ja. Gab es, Birgit, irgendein Erlebnis in deinem Leben, das dich stärker gemacht hat? Oder wo du gesagt hast, so und jetzt zeige ich es allen und mache einen Film oder denk anders darüber? Also ich glaube, es war eine Entwicklung in Schritten. Mhm. Also dass man wirklich, wenn man wieder eine Situation hat, wo man dann irgendwie wieder zurückgeworfen wird, dass man wieder aufsteht und sich denkt, jetzt erst recht. Also beispielsweise, das kommt auch im Film vor, war ich als Au-pair in Belgien und die wussten von meinem Stottern, ich habe es ihnen gesagt, sie haben mich kennengelernt, alles in Ordnung. Und dann am dritten Tag sagen sie, ja, unsere Kinder, die haben jetzt auch Silben wiederholt, das haben sie vorher nicht gemacht. Die übernehmen dein Stottern, du musst sofort nach Hause fahren, hier ist dein Ticket. Und da denkt man sich dann schon, hä? Ja. Also wie geht das irgendwie? Mhm, und da war ich dann schon wirklich am Boden. Also okay. Das ist halt was, weil... Sie ist schon wieder ein Dämpfer. Ja, ja. Wenn jetzt jemand gesagt hätte, wir finden dich doch nicht so sympathisch, weil du zu viel redest oder weil du zu viel lachst oder was weiß ich, dann denkst du... Oder weil die Kinder mit einem nicht können. Ja, was weiß ich, ist ja wurscht, aber halt das, womit man schon immer irgendwie herumkämpft, das ist dann genau der Grund, wieso man dann nach Hause muss. Das war halt dann... Okay. Aber gut, ich meine, dann habe ich halt ein paar Wochen gebraucht und bin dann aber nochmal nach Brüssel gefahren zu einer anderen Familie. Also es war dann so die Wahl, was mache ich jetzt? Ja. Jetzt habe ich es versucht, okay, dann lasse ich es halt oder ich versuche es halt nochmal, weil... Nie aufgeben, gell, Franziska? Genau, genau. Also beachtlich toll, ganz toll. Echt. Das waren die Barbara Karlich Show Classics. Wer wagt, gewinnt. Bis bald in der Barbara Karlich Show.